Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Auslandsgespräch. Diesmal mit Simone Rehberger. Sie ist Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Schiede. Hallo Simone. Hallo Nils, herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch heute. Schiede hat in den letzten Monaten Schlagzeilen gemacht, im Guten wie im Schlechten. Es gab große gesellschaftliche Proteste gegen die Politik der Regierung, große Unzufriedenheit mit sozialer Ungleichheit, mit mangelhaften wirtschaftlichen Perspektiven, mit dem neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das ganz stark auf private Initiative und auf Marktwirtschaft auch zur sozialen Absicherung gesetzt hat. Gleichzeitig ein Aufbruch in der Gesellschaft mit einer Wahl zur verfassunggebenden Versammlung, wo ganz viele neue Köpfe, neue Gesichter in die Versammlung gewählt worden sind, wo ganz viele fortschrittliche Kräfte auch jetzt in der Versammlung vertreten sein werden. Eine paritätische Versammlung, zum ersten Mal eine verfassunggebende Versammlung, die zu gleichen Teilen von Männern und Frauen bestritten wird. Das ist ja eher ein Zeichen der Hoffnung. Ist denn dieser Aufbruch, der sich in Chile abzeichnet, einer, der dann auch in diese Verfassung hineinreichen wird? Also werden wir tatsächlich eine ganz andere, eine sozialere Verfassung dann in Chile bekommen? Ja, also Nils, du hast sehr viele wichtige Punkte schon angesprochen. Ich glaube, Chile ist wirklich ein Land, wo sich im Augenblick ein Blick hin lohnt, auch aus sozialdemokratischer Sicht. Und ja, ich denke, es ist eine historische Chance und das Land wird sich mit dieser neuen Verfassung verändern. Und zwar aus Grund von zwei Gründen. Und aufgrund von zwei Gründen werden auch die Verfassungsveränderung von der Bevölkerung gewünscht. Das erste ist, dass 80% der Chilenen und Chilenischen ja sagen, ein Problem ist der Ursprung der aktuellen Verfassung. Denn sie stammt ja noch aus den dunklen Zeiten Chiles, aus der Militärdiktatur. Es ist ja sozusagen das Erbe, das Diktator Pinochet seinem Land hinterlassen hat. Und sie schreibt zweitens noch immer die Inhalte vor, die du auch schon erwähnt hast, dass eben der freie Markt alles regelt, was er machen kann und der Staat nur eine subsidiäre Rolle spielen kann, das heißt eine untergeordnete Rolle, also nur die Dienstleistungen anbieten darf, die der freie Markt nicht kann. Darum hat man ja ganz stark eine Verfassung, die eigentlich Deregulierung und den Rückzug des Staates aus dem Wirtschaftsgeschehen vorschreibt, im Augenblick noch in Kraft. Und ich glaube, jetzt mit dem Referendum Ende des letzten Jahres und mit den Wahlen, die im Mai stattgefunden haben zur verfassungsgebenden Versammlung, wird man in beiden, in Ursprung und in Inhalt, große Veränderungen sehen. Denn die jetzige verfassungsgebende Versammlung wurden ja zu 100% frisch gewählt. Das sind also alles demokratisch gewählte Leute, die die Verfassung schreiben werden. Militärs sind nicht beteiligt, wie das in der Vergangenheit in Chile immer der Fall war. Und es gibt tatsächlich ein paar weltweit historische Punkte jetzt schon, wie dass 50% Frauen beteiligt werden und dass es zum ersten Mal auch Plätze für indigene Völker gibt, die direkt sich dann eben auch an dem neuen Grundgesetz beteiligen können. Und ich glaube, das wird große Folgen auch für den Inhalt haben. Ich bin sehr optimistisch, dass diese konservativen Spielregeln, dieses konservatives Grundgesetz in Chile vom Tisch sein wird. Die große Frage ist ja, wie man das Verhältnis künftig von Markt und Staat definieren wird. Und da gibt es eben einen großen Wunsch in der Verfassung, aber auch bei den Mitgliedern, die jetzt die Verfassung schreiben werden, dass es eben der Staat künftig eine stärkere Rolle spielen wird und soziale Rechte garantiert werden sollen. Chile ist OECD-Land, gehört aber ja und ist kein armes Land, gehört aber ja zu den sozial gespaltensten Ländern weltweit. Und diese Spielregeln sollen eindeutig verändert werden. Und ich glaube, da stehen die Chancen relativ gut. Kommt es also wirklich so entscheidend auf die Verfassung an? Wir hatten ja seit dem Ende der Militärdiktatur auch lange Regierungszeiten der politischen Linken, also unserer Schwesterpartei, der sozialdemokratischen Schwesterpartei. War es nicht möglich, unter der gegebenen Verfassung diese sozialen Schieflagen zu korrigieren und mehr soziale Absicherung, mehr Investitionen in Gesundheit und Bildung über politische Mehrheiten im Parlament hinzubekommen? Du hast recht, also die sozialdemokratischen Kräfte und Parteien waren seit der Rückkehr zur Demokratie eigentlich weitgehend immer in der Regierung beteiligt, 23 von 30 Jahren. Also das ist eine sehr große Beteiligung.
Und Sie sagen bis heute, dass eigentlich aber mit dieser Verfassung, die ja die Spielregeln und den Rahmen für die Politikgestaltung vorgibt, keine sozialdemokratischen Reformen möglich waren, denn die waren eigentlich immer verfassungswidrig. Man hat natürlich schon versucht, an Stellschrauben zu drehen. Man hatte auch die Mehrheiten, um manche Aspekte der Verfassung in den vergangenen Jahrzehnten zu ändern. Zum Beispiel sind Militärs nicht mehr als Senatoren auf Lebenszeit benannt. Solche Dinge, die noch aus der Diktatur stammen, sind rausgestrichen worden. Aber es gab nie grundlegende Mehrheiten, um dieses neoliberale Wirtschaftsprinzip aus der Verfassung zu streichen. Und das hatte immer die Folge, dass die Stärkung der öffentlichen Gesundheit, die Stärkung der öffentlichen Bildung nur zu einem Teil möglich war. Und wenn sie ein bisschen breitenwirksamer angegangen wurde, dann hat man oft Klagen vor dem Verfassungsgericht verloren, denn sie galt eindeutig als verfassungswidrig. Der Staat darf sich nicht einmischen, was der freie Markt kann. Und genau diese Rollenverteilung soll eben künftig nicht mehr in der Verfassung enthalten sein. Und die Hoffnung der sozialdemokratischen Parteien und auch vieler sozialer Bewegungen ist eben groß, dass eine neue Verfassung mit neuen Spielregeln möglich künftig eine stärkere Rolle des Staates ermöglicht. Und das ist eben die Frage und die große Herausforderung. Was werden denn die möglichen Highlights einer solchen Verfassung sein? Also ein stärkerer Sozialstaat, vielleicht das Thema Ökologie, das Thema Gleichberechtigung, die Berücksichtigung der Rechte von Minderheiten, der eingeborenen Völker. Was sind denn die fortschrittlichen Punkte, die in der Verfassungsdiskussion eine wichtige Rolle spielen werden? Also wenn man sich jetzt so die Zusammensetzung des Verfassungskonvents ansieht, dann und die Forderung der sozialen Bewegungen, dann ist, glaube ich, die alles überlappende Frage, die wir schon gerade angesprochen haben, also die Frage der sozialen Rechte, die Frage, ob man Sozialstaatlichkeit künftig stärken kann und der Staat sich stärker einmischen kann. Das ist die große Frage im chilenischen Verfassungsprozess. Und die anderen Themen werden ganz klar sein, die du auch schon teilweise genannt hast. Ich glaube, es wird viel um Gendergerechtigkeit gehen, denn von den 155 Mitgliedern sind 33 Feministinnen, die eben Frauenorganisationen und feministischen Bewegungen angehören. Und auch viele Vertreter der Umweltbewegung haben es geschafft, einen Platz im Konvent zu ergattern. Und Chile ist ja eines der Länder, das am stärksten betroffen vom Klimawandel weltweit sein wird. Bereits jetzt schon ist Dürre und Wassermangel sind ein Thema. Und auch dieses neo-extraktivistische Rohstoffmodell führt zu großen Umweltkonflikten und Verschmutzung. Und da waren auch schon vor Ausbruch der sozialen Proteste immer sehr große Umweltbewegungen und Protestkundgebungen in Chile an der Tagesordnung, um mehr Nachhaltigkeit einzufordern. Und ich denke auch, was du gesagt hast, dadurch, dass zum ersten Mal indigene Völker, 17 Plätze haben sie im Konvent, beteiligt sind und ihre Rechte bisher in den chilenischen Verfassungen nicht verankert waren, in keiner in der Vergangenheit, werden sie ganz stark gucken, dass ihre kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte stärker verankert werden. Denn wenn man sich im Augenblick die Armutslandkarte Chiles anguckt, ist sie auch deckungsgleich mit der Karte der indigenen Völker. Sie gehören zu den ärmsten 10% der Gesellschaft. Das werden also die vier großen Themen in Chile sein. Jetzt gibt es ja auch leider die düsteren Seiten der letzten Monate, massive Menschenrechtsverletzungen durch recht brutale Polizeieinsätze gegenüber Demonstranten. Das hat sogar dazu geführt, dass die Forderung laut geworden ist nach internationalen Untersuchungen. Es gibt Bestrebungen, die Verantwortlichen für Polizeigewalt auch vor den Internationalen Gerichtshof für das Internationale Strafgerichtstribunal zu stellen. Wie geht die Gesellschaft mit dieser doch sehr brutalen staatlichen Gewalt um? Was hat es für Folgen und wie stark ist der Aufklärungsdrang der Behörden in Chile selbst? Ja, also die sozialen Proteste sind ja im Oktober 2019, also fast vor 2 Jahren ausgebrochen. Und wir haben tatsächlich in Chile die Situation, dass seitdem auch die Gewalt, die von der Polizei ausgeht, anhält. Es waren im letzten Jahr vor Ausbruch der Pandemie, Anfang 2020, internationale Menschenrechtsbeobachter im Land der Vereinten Nationen und von Human Rights Watch. Die haben auch ihre Berichte vorgelegt und der Regierung übergeben. Und beide Berichte dokumentieren, dass es ein strukturelles Gewaltproblem gibt. Also es gibt die Frage von Folter, Hinrichtungen, sexuelle Gewalt durch die Polizei. Und es gibt auch das Ungleichvorgehen der Justiz. Also sozusagen Demonstrierende kommen schnell in Präventivhaft. Polizisten, die sich
Vergehen zu Schulden gehen lassen, werden nicht angeklagt und es wird nicht gegen sie ermittelt. Und es gibt eben den Vorwurf, dass der Präsident Sebastián Piñera und die Regierung die Gewalt toleriert und nicht gestoppt hat. Und aufgrund dieses letzten Aspektes, das sind jetzt die Neuheiten vom Mai diesen Jahres, haben sich nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen dafür entschieden, eine Anzeige am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorzulegen. Sebastián Piñera ist also dort angezeigt worden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil er auch innerhalb von einem Jahres die Empfehlungen der Vereinten Nationen zu der internationalen Menschenrechtslage nicht umgesetzt und nicht angewandt hat und den Empfehlungen nicht nachgegangen ist. Das hat zu sehr gespaltenen Reaktionen in Chile geführt. Der Präsident und die Regierung weisen alle Vorwürfe zurück. Sie sagen, sie würden zu Recht und Ordnung alle beteiligten Akteure aufrufen und haben stets eine bessere Sicherheitslage im Land gefordert, was wohl rhetorisch stimmt, aber in der Praxis nicht. Und Menschenrechtsorganisationen sehen ganz klar und auch die Vereinten Nationen eine, in gewisser Weise eine Tolerierung der Kultur der Gewalt. Und man muss schon sagen, dass bis heute wenig von diesen begangenen Verbrechen aufgearbeitet wurde. Man hat die Dokumentationsarbeit durch internationale Organisationen, aber es kam in weniger als 10 Fällen zu Ermittlungen gegen Polizistinnen und Polizisten. Das ist also auch ein Thema für die Zukunft, eine wichtige Agenda, dass Wahrheitskommissionen und Aufarbeitungsarbeit geleistet wird und geschaffen wird. Gewalt von staatlichen Stellen ist ja leider nicht nur in Chile, sondern in ganz Lateinamerika ein großes Thema. Wir haben doch relativ hohes Gewaltpotenzial in südamerikanischen Gesellschaften, zum Teil von Gangs, von kriminellen Banden aus, Alltagsgewalt, aber eben auch immer wieder Übergriffe des Sicherheitsapparates, nicht nur der Polizei, sondern manchmal auch von Gendarmerie oder Militär. Und eine Kultur auch der Straflosigkeit von solchen Übergriffen, also dass ich hoffe, dass es in Chile zumindest durchbrochen wird. Denn das ist ja dann auch durch eine Verfassungsreform nicht unbedingt zu beheben, sondern das sind ja Fragen der Ausbildung, der Kultur von staatlichen Behörden, von staatlichen Sicherheitsorganen. Das zu ändern braucht Zeit, vor allem wenn Erfahrungen der Militärdiktatur noch nachwirken. Trotz alledem ist dieser chilenische Verfassungsprozess sicher eine Entwicklung mit Strahlkraft über Chile hinaus, so wie ja auch das neoliberale Wirtschaftsmodell aus Chile heraus andere südamerikanische Länder mehr oder weniger beeinflusst hat, gibt es jetzt ja die Chance, dass ein fortschrittliches Gesellschaftsbild und auch ein Regierungssystem fortschrittlicher Natur aus Chile heraus sich entwickeln kann. Wie erlebst du die Debatten in Südamerika über das, was jetzt in Chile geschieht? Gibt es da Verbindungen? Schauen die Nachbarländer wie Argentinien oder auch Bolivien auf Chile? Oder sind die zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Also ich denke, der chilenische Prozess hat schon eine sehr hohe regionale und internationale Ausstrahlkraft. Es blicken im Augenblick viele Länder auf Chile und auch wir in der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen sehr viele internationale Anfragen, wie dieser Prozess zu bewerten ist und welche Chancen er mit sich bringt. Und ich glaube, was du gesagt hast, Chile ist OECD-Land. Chile war immer Musterschüler in der Region für sein Wirtschaftswachstum, für seine demokratische Stabilität in den letzten Jahrzehnten. Man blickt auf dieses Land. Man hat die neoliberalen Reformen wie die Rentenreformen kopiert, man hat Arbeitsmarktflexibilisierung kopiert. Und jetzt ist eben die Hoffnung auch der sozialdemokratischen und fortschrittlichen Akteure groß, dass vielleicht auch dieser Verfassungsprozess Anstöße für Debatten in der Region gibt. Denn die Probleme, vor denen Chile steht, sind in gewisser Weise schon Probleme, vor denen auch die Region steht. Also beispielsweise die soziale Spaltung ist in fast allen lateinamerikanischen Ländern sehr groß. Und auch dieser Demokratievertrauensverlust, diese Unzufriedenheit mit der Demokratie, mit dem Funktionieren der Institutionen, dass sie nur für einen kleinen Teil der Reichen gut funktionieren, aber nicht
wahrscheinlich für die große Mehrheit, ist in vielen Ländern Lateinamerika ist ein großes Problem, wie Meinungsumfragen zeigen. Und auch die Distanz zwischen den Bürgern und politischen Parteien ist so groß, dass man wirklich von einer Krise der repräsentativen Demokratie sprechen kann. Und dieser chilenische Prozess ist so spannend, weil man natürlich tatsächlich das Entwicklungsmodell in Frage stellt. Also welches wirtschaftliche Entwicklungsmodell möchte man? Welches Gesellschaftsmodell möchte man? Und ich erlebe, glaube ich, das Spannende. Ich bin seit 5 Jahren in Chile. Als ich nach Chile kam, wird einem auch immer sofort berichtet, dass es ein sehr apolitisches Land ist. Es gehört zu dem Land mit den niedrigsten Wahlbeteiligungen auf der ganzen Welt. Die Menschen sind sehr individualistisch geprägt. Sie leben ähnlich wie den American Way of Dream. Man kann es schaffen, wenn man sich nur anstrengt, aber man braucht gar nicht unbedingt die Politik und den Staat. Und eigentlich zeigen alle Chilenen und Chilenen gerade das Gegenteil. Jeder hat eine Vorstellung davon, wie sein Land künftig aussehen soll, welche Rechte gestärkt werden sollen, bei welchen Prozessen man auch politisch beteiligt werden sollte, ob es mehr Referendum, partizipative Bürgerhaushalte künftig geben sollte. Also es ist schon ein enormer Demokratisierungs- und Politisierungsschub. Und vor Ausbruch der Pandemie wurde eigentlich an jeder Ecke über die Zukunft Chiles diskutiert. Es gab überall kleine Bürgerversammlungen in den Parks, vor dem Supermarkt, vor der Schule. Und die Menschen haben sich einfach zusammengefunden und gemeinsam ihre Forderungen ausgearbeitet. Das läuft im Augenblick leider nur virtuell, weil die Ausgangssperren ja so strikt sind. Aber es ist tatsächlich ein Moment mit einer Kraft für politisches Interesse und eine Diskussionskultur entstanden, die, glaube ich, sehr interessant auch für die Region sein kann. Denn auch in anderen Ländern haben wir große soziale Proteste, und die Unzufriedenheit mit den Regierungen und den Entscheidungen, die getroffen werden, ist im Augenblick sehr groß, wenn wir dann nur auch an Kolumbien oder auch an Bolivien oder Brasilien denken. Ich glaube allerdings, noch ein anderer Aspekt ist sehr wichtig. Also die Ausstrahlkraft ist groß. Aber man muss auch aufpassen, dass jetzt nicht zu große Enttäuschungen schnell eintreten in diesem Prozess. Denn du hast recht, die Problemlage ist komplex in Chile. Beispielsweise, was du erwähnt hast, die Polizeigewalt lässt sich jetzt nicht durch einen Verfassungsprozess ändern, sondern dazu bräuchte man natürlich eine Polizeireform und auch den politischen Willen der aktuellen Regierung, das anzugehen. Und auch die aufgestauten Probleme, also beispielsweise seit Ausbruch der Pandemie, hat Obdachlosigkeit um 240% zugenommen. Nur noch 30% haben 3 warme Mahlzeiten am Tag. Und 80% der Haushalte haben Einkommensverluste und sind verschuldet. Das wird eine Verfassung, jetzt auch eine neue, auch eine fortschrittliche, nicht schnell lösen können. Das ist ein langfristiger Rahmen, der gesteckt wird. Aber man braucht natürlich auch eine kurzfristige sozialdemokratischere Agenda, um eben die Menschen, die jetzt von so sozialem Abstieg bedroht sind, auffangen zu können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr in dem Prozess, dass die Erwartungen und die Hoffnungen so groß sind und dass man aber geduldig bleiben muss. Und Verfassungsrechtlerinnen sagen ja immer, so eine Verfassung kann erst in 5 bis 10 Jahren wirken. Also das ist keine schnelle Lösung für die aktuelle Lage. Ja, das ist ohne Zweifel richtig. Eine Verfassung beseitigt nicht die Armut, sondern schafft Rahmenbedingungen dafür, dass es gerechter zugehen kann und dass nicht immer der Markt über das Gemeinwohl siegt. Aber das ist schon eine wichtige Weichenstellung, die in Chile da vorgenommen wird, nicht nur für das Land, sondern auch für die Region. Wir tun gut daran, das nach Kräften zu unterstützen, über unsere Kontakte zu sozialdemokratischen Kräften in Chile. Ich weiß, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung auch bereit ist, bei Verfassungsfragen zu beraten. Ich habe mit Martin Schulz geredet, ihn ermuntert, auch in das Land zu reisen, um einfach diese Unterstützung auch zu dokumentieren. Insgesamt, glaube ich, ein sehr spannendes Experiment oder eine spannende Entwicklung, die uns alle mit Zuversicht dann doch irgendwie erfüllt. Herzlichen Dank, Simone, für diese Einblicke. Und wir werden hoffentlich bald dann auch über die Ergebnisse dieser Verfassungskonferenz ins Gespräch kommen. Wir als Sozialdemokraten in Deutschland und Europa fiebern jedenfalls mit den fortschrittlichen Kräften mit. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Nils. Und wie gesagt, jetzt am 4. Juli startet die verfassungsgebende Versammlung ihre Arbeit, und hoffentlich haben wir dann in einem Jahr eine neue Verfassung in Chile vorliegen.